Hallo zusammen! In dieser Videoreihe dreht sich alles um WLAN, sodass Sie WLAN nicht nur anwenden, sondern technisch auch verstehen. In diesem ersten Video werden wir auf die Bedeutung dieser Technologie eingehen, sowie einige allgemeine Begriffe im WLAN-Kontext durchleuchten. Ab dem zweiten Video wird es technischer. Zunächst wollen wir uns mal fragen, warum sollen wir uns überhaupt mit WLAN beschäftigen? Wir sind uns hoffentlich einig, dass diese Technologie eine ganz wichtige Rolle spielt, weil allein schon viele mobile Geräte, Endgeräte wie Smartphones, Tablets, Scan-Geräte in der Industrie 4.0, also nicht nur aus dem Consumer-Bereich, hier eine Rolle spielen und sogar manch klassischer stationärer Geräte wie Drucker haben teilweise keine klassischen Schnittstellen wie Ethernet oder ähnliches. Das ist schon mal Grund Nummer 1. Außerdem ist die Vernetzung mit WLAN in vielen Situationen kostengünstiger und schneller, da hier wenig bauliche Veränderungen vorgenommen werden müssen. Sonst müssen Sie Kabel durch die Wände oder abgehängte Decke verlegen. Dann kommt uns zugute, dass WLAN-Clients in einem Bereich sich frei bewegen können, ohne jegliche Abbrüche. Und bezüglich der Sicherheit heute, wenn man die Sicherheitsrichtlinien beachtet, dann ist es auch ganz okay und relativ sicher. Kommen wir nun zu den Begriffen. Bei den Begriffen und also wenn Sie insbesondere, wenn Sie Produkte bestellen, dann sehen Sie auch viele Bezeichnungen und Begriffe, die zunächst unklar sind und damit wir diese Angaben sortieren und verstehen können, werden diese Angaben in dieser Videoreihe besprochen. Nur so können Sie sich für das richtige Produkt entscheiden für den Kunden und auch für Prüfungen oder ähnliches sind diese Kenntnisse sehr relevant. Zunächst sehen wir, dass alle Produkte im Zusammenhang mit WLAN die Bezeichnung 802.11 haben. Was ist das? Nun, es gibt viele Funktechnologien wie Infrarot, Bluetooth, GSM, 3G, 4G und 5G und so weiter. Und wir konzentrieren uns hier auf WLAN, also insbesondere auf die Norm IEEE 802.11 Lösungen. Dazu gibt es einige, die mit ein oder zwei Buchstaben hier entsprechend markiert sind. Und damit wir uns das mal anschauen, also zusammenfassen, was diese einzelnen bedeuten, das wird sehr, sehr in den nächsten Videos thematisiert. Beispielsweise sind manche veraltet, manche spielen bei uns weniger eine Rolle, zum Beispiel das AD spielt bei uns weniger eine Rolle. Manche Bezeichnungen sind, statt dieser Bezeichnung wird man Wi-Fi 4, 5, 6, 6E oder demnächst auch 7 lesen, damit man weiß, was zu welcher Technologie gehört. Beispielsweise den Endstandard Wi-Fi 4, den AC-Standard Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 war der AX-Standard, BE war Wi-Fi 6E und so weiter, sodass wir das auch richtig einordnen. Die amerikanische Netzagentur hat schon vor circa ein oder zwei Jahren einen neuen Frequenzbereich freigegeben und damit auch den Weg eröffnet für schnellere WLAN-Kommunikation. Wir ziehen nach und nach. Immerhin hat unsere Bundesnetzagentur im letzten Sommer, glaube ich, war das, schnell nachgezogen und den Frequenzband zwischen 5,9 und 6,4 GHz freigegeben. Deshalb sind die technischen Unterschiede zwischen Wi-Fi 6 und Wi-Fi 6E bezüglich der Frequenz und damit der Datenrate schon erheblich. Hinzu ist der Standard 6E abwärtskompatibel, aber im nächsten Video mehr dazu. Wir können diese Standards zunächst bezüglich der Datenrate, also der Geschwindigkeit, das Verwenden der Frequenzbereich, Modulationsverfahren spielt natürlich auch eine ganz große Rolle, ist aber eher so ein Stoff fürs Studium. Das werde ich jetzt in den nächsten Videos nur kurz erwähnen, dass halt dieser Punkt entsprechend eine Rolle spielt. Und natürlich haben wir sozusagen auch IEEE 802.11 Lösung ohne Buchstabe. Das ist sozusagen ganz alt. Da war sozusagen eine Datenrate von gerade mal so 1 Mbit pro Sekunde. Der B-Standard im 2,4 GHz Band und A-Standard für das 5 GHz Band waren die nächsten von der Entwicklung her und das sind so auch eher ältere Standards und sollten im Jahr 2022 hoffentlich nicht mehr vorkommen.
Gelegentlich haben sie aber sehr günstige IoT-Geräte, die eben diese günstige und ältere WLAN-Antennen haben, sodass sie auch bei der Einstellung ihres Access Points das beachten sollten, damit die Kompatibilität gewährleistet werden kann, also dass die diese Geräte dann entsprechend betreiben können. Dann gibt es einen Sprung bei der Datenrate und das ist beim G-Standard. Ich erinnere mich jetzt ziemlich ganz genau, damals hatte ich meinen alten Laptop und eine Steckkarte und da habe ich eine Netz, also quasi diese Steckkarte gekauft und Riesenfreude gehabt, weil schnelle Verbindung so möglich wurde. Und natürlich ein weiterer Sprung mit den N-Standard, das ist eigentlich heutzutage neben den AC-Standard das am meist verwendete Standard, den wir aktuell haben und in kurzer Zeit werden bestimmt sehr, sehr viele Geräte auch das neue Standard AX beherrschen. Weitere Standards werden bestimmt auch noch folgen, sodass wir in der Technik immer am Ball bleiben sollten. Und soweit zu den Ordnung der einzelnen Standards, die dabei helfen, das richtige Produkt auszuwählen. Später schauen wir uns mal einige technische Eingaben dazu auch an. Für die Erläuterung weiterer Begriffe eine ganz kleine Skizze an dieser Stelle. Stellen Sie sich mal vor, Sie werden beauftragt, ein großes Restaurant oder Café mit WLAN auszustatten. Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, führen Sie natürlich ein paar Messungen in der Umgebung durch. So können Sie feststellen, ob Funklöcher oder ähnliches es gibt. Mal angenommen, die Infrastruktur sieht so aus. Dass Sie mehrere Access Points benötigen, dann spricht man von bei einem Access Point, also und seinem Bereich, um BSS, Basic Service Set. Das habe ich hier oben dann entsprechend dann notiert. Also dieser Bereich, wo ein Access Point vorkommt, Basic Service Set. Und damit spricht man sozusagen, da hat man entsprechend nur feste Grenze. Die Frage ist, warum braucht man ein zweites und drittes Access Point eventuell? Und wie würden Sie entsprechend antworten, wenn der Kunde nach einem Repeater fragt? Alles solche Fragen, die wir an dieser Stelle ein bisschen sortieren. Mal angenommen, der Gast sitzt irgendwo an einem Tisch, beispielsweise Tisch 1, und möchte am anderen Ende des Restaurants sich dann entsprechend bewegen und das Ganze natürlich unterbrechungsfrei kommunizieren, also im WLAN-Netz des Restaurants surfen. Dies wird ermöglicht, dass ein gewisser Überlappungsbereich hier vorhanden ist und in der Regel, also als Best Practice, wählt man zwischen 10 und 15% Überlappung zwischen den einzelnen Werten. Das ist wie gesagt nur ein Richtwert oder Empfehlung bei einer möglichen Planung. Sie können auch abweichend davon andere Bereiche wählen. Der Vorgang, dass ein WLAN-Client seine Zelle wechselt, nennt man Roaming. Und das ist halt der Begriff, der hier eine Rolle spielt. Roaming, vielleicht haben Sie den Begriff schon mal gehört aus dem Mobilfunk oder beziehungsweise Sie haben sich auch über Roaming-Gebühren sich geärgert, weil Sie entsprechend dann in der Vergangenheit dann dafür zahlen mussten, bis 2017 um den Dreh. Zum Glück sind die Zusatzkosten entsprechend seit ein paar Jahren nicht mehr zu bezahlen. Roaming, sozusagen, da haben Sie, also worum geht es bei dem Begriff? Als Sie Ihre Zelle, also beispielsweise mal, wenn Sie in Deutschland waren und Sie waren in Richtung Frankreich, Schweiz oder Österreich, dann haben Sie nach der Grenze, sozusagen nach dem Überqueren der deutschen Grenze, eine SMS bekommen und dann mit der Angabe, Sie sind in Frankreich und Sie würden jetzt ab jetzt sozusagen pro Minute so viel mit so vielen Kosten dann entsprechend telefonieren. Soweit zu dem Begriff Roaming. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, was bezüglich der gesamten Struktur, also für die gesamte Struktur, sind ESS entsprechend zuständig und notwendig. Was bedeutet das? Extended Service Set, also mehrere BSSs werden miteinander verbunden und das Ganze wird über ein Verteilungssystem entsprechend umgesetzt. Die Access Points sind dann per Kabel am Verteilersystem angeschlossen und für den Benutzer erscheint das als riesiges zusammenhängendes WLAN. Auch im Zusammenhang mit WLAN könnte ein Repeater wie hier geben. Das ist eine Einheit, die meine Signale technisch, auch signaltechnisch regeneriert
und damit aufrecht und eine Verstärkerfunktion hat, um die Dämpfung entgegenzuwirken, die ich dann habe. Aber Achtung, ohne jegliche Intelligenzfunktion, wobei ich erwähnen möchte, dass ich hier kein Fan von Repeatern bin, weil das zusätzlich eine Verzögerung verursacht und die Bandbreite teilt sich auch entsprechend unnötig, wenn da auch andere Teilnehmer, die im selben Frequenzbereich arbeiten. Wenn die Access Points heutzutage ohnehin schon gleich kosten, dann binde ich die weiteren Bereiche durch weitere Access Points, die wiederum per Kabel am Verteilersystem angeschlossen sind. Also wie das hier. Zum Schluss gibt es auch nochmal einen Bereich, wo ich sozusagen komplett ohne Zentralisierung arbeiten kann, also ohne Access Point und dadurch halt mehrere Geräte miteinander kommuniziere, beispielsweise ein Laptop und ein Smartphone. Und das nennt man Ad-Hoc bzw. IBSS, also Independent BSS. Soweit zu den allgemeinen Begrifflichkeiten. Im nächsten Video wird es ein wenig technischer, da gehen wir auf die Frequenzen und Kanäle ein. Bis dahin und tschüss!